Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich mache eigentlich keine Dorfbesuchs-Videos hier im Moment. Zumindest bin ich nicht darum gebeten worden, welche zu machen. Aber ich gucke mir ab und zu mal doch den einen oder anderen RH8 Maxed Out an hier, wie der Clash King hier. Sieht gut aus, aber ich habe was anderes, Bitteres. Also die Base ist gut. Sie ist gut ausgebaut, sie ist Max RH8. Hier unten geht noch der Bombenturm, gerade auf den nächsten Level. Aber deine Truppen, ja, da hättest du noch ein bisschen warten müssen. Ich weiß, das ist leidig, wenn man erstmal alles hat oder überhaupt alles hat. Vor allen Dingen die Base fertig hat, aber der Golem hätte noch ein Level gekonnt, die Valkyrie hätte ein Level gekonnt, der Hockrider hätte ein Level gekonnt und natürlich auch die beiden dunklen Zauber. Also es wären noch mal ein paar Wochen für dich gewesen. Hast jetzt leider verpasst. Und ja, sieh zu, dass du das nachholst, weil das sind deine Truppen, die du im CK setzen wirst neben deiner Queen. Und die Golems hier vor allen Dingen fangen den Feuer oder das Feuer letztendlich ab. Die Valkyren müssen viel, viel stärker werden. Die Hawks sind immer noch Schlüsselfiguren im RH9-Bereich. Aber sieht ganz gut aus und soll aber keine Dorfbesuch-Folge werden, sondern eine CK-Folge bzw. eigentlich eine Fragefolge. Was mache ich denn eigentlich mit meinem King, wenn der King auf Level 40 geht? Ach, das ist schon der neue CK. Ich wollte eigentlich in den alten CK reingehen. Wenn ich jetzt das Dunkle für den King habe, gemme ich meinen King. Das heißt also, auf 40 gönne ich ihm nochmal die 1000 Gems oder lasse ich das lieber? Das könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. So ein bisschen habe ich noch reinzufarmen. Ich mache mir die 200.000 auch voll, bevor ich den anstoße. Und dann kann ich den nämlich noch schön hier in den CKs wieder mitnehmen. Bei diesem CK hier waren wir leicht im Vorteil. Ich hatte das auch schon in dem Video vorher gesagt, dass gerade die Bases, die drei Bases hier unten, wirklich so, ja, so einfach natürlich für uns waren, dass wir die hier so ein bisschen überrannt haben, selbst ohne Zauber hier mit RH9-Truppen. Was der André hier eigentlich ist, der ist nämlich ein RH9er und kein RH8er, könnte man meinen, weil er im Moment nur ein King hat, aber die Queen geht auf Level 9 hoch und ja, so sah natürlich auch der 19. hier aus und auch der 18., den hat der Ragnar sich angenommen. Ich betone mal den Ragnar hier, denn wir machen das mal ganz groß hier zur Feier des Angriffs. Schöner Funnel hier mit den Riesen und den ein Magier und dann sehen wir hier eine 10er Queen. Ja, der Ragnar hat seine Queen auf 10, wunderbar. Das ist eigentlich, ja, ist so für den unteren Bereich RH9, ist das genau das richtige Pärchen. 10er Pärchen hier und solche Bases bzw. solche RH9er fehlen uns im Moment auch. So, jetzt muss ich das wieder in meine Mitte schieben. Die fehlen uns im Moment auch so ein bisschen, denn viele gehen doch stark Richtung 10. Haben demnächst Maxed Out Helden, haben die Bases sowieso in der Regel dann Maxed Out, vielleicht noch ein paar Mauern, aber ich weiß von mir selber, der Avatar ist da ja auch sehr hart dran. Queen geht auf 27 und sind zwar noch ein paar Wochen, aber auch nicht mehr viele Mauern und das wird sicherlich ein Kandidat werden, der noch bis zum Sommer, denke ich mal, auf RH10 geht und so geht es auch anderen. Das heißt, uns fehlen dann letztendlich die RH9er in diesen Bereichen hier und ja, wer Interesse hat, wir haben noch ein paar Plätze frei, bitte ab 18 hier bewerben mit, ja, ganz ansprechenden Dorf, ansprechenden Helden, also wir setzen hier nichts voraus, hier, wir sagen jetzt nicht, ihr Heldenpärchen muss 30-30 sein oder was auch immer, sondern das entscheiden wir ganz individuell und im Moment haben wir mit dem André ja ganz unten auch einen frischen RH9, der aber auch schon 220 Truppen hat, kriegt die CB jetzt schon auf Level 5 und wird dann dementsprechend demnächst auch ein bisschen höher in den Rankings sein, denke ich mal, weil er auch X-Wogen gebaut hat, ist also kein 8,5er, sondern ein richtiger 9er und gucken wir mal, ja, mit dem Donnerbengel hier habe ich ihn, ja, so einen Queenborg Laloon hingelegt, war ein bisschen doof, da unten jetzt meine ganzen Fußtruppen zu verheizen, aber die Queen nimmt sich jetzt noch der CB an. Da ist zwar eine Valkyrie drin, die tut aber nicht so weh. Also
Ja, wenn du in so einer CB so 2-3 Walküren hast und noch ein bisschen Luft dabei, dann ist das schon ein bisschen unangenehmer. Aber hier waren das eigentlich ganz lockere 3 Sterne. Also das habe ich auch erwartet an der Stelle. Hier kommt zwar eine Tesla-Farm, da habe ich ein Heil mit. Und ja, so waren das hier schöne 3 Sterne, denke ich mal. Und RH9 auf RH9. Ja, okay, ich habe auch da, gehen die Helden ja immer ein bisschen behende hoch, aber 23er Queen und 20er König, das ist schon in Ordnung für so eine Kombi hier. Ich habe sie selber leider nur 95% geholt, das war mein zweiter Angriff. Den ersten habe ich gänzlich verkackt mit 70% und einem Stern, aber hier war das nur circa eine Stunde vor Schluss und ich wusste auch gar nicht so genau, wie könnte jetzt die Queen latschen. Eigentlich habe ich gedacht, wir gehen mal nach rechts rum, bin ich aber selber schuld, dass ich hier jetzt den Babydrachen droppe, der mir zwar jetzt schön die Kanone wegmacht, aber jetzt leider die Queen auf den falschen Weg schickt. Die sollte nämlich rechts weiter rumrennen. Nur war das Lager jetzt etwas näher für sie und deswegen war das, ja, war eigentlich unglücklich an der Stelle. Ich habe dann versucht mit meinen Truppen, die eigentlich für eine ganz andere Base waren, das Beste hier raus zu machen und gehe aber klar auf 3 Sterne. Man sieht das hier auch, komme von einer komplett anderen Seite rein. Jetzt mit Bowlern und Hexen dabei. Valkyren jetzt noch schön in die Mitte und ich wusste auch, dass da noch Loons rauskommen und die machen jetzt natürlich mein Fußvolk weg. Ich habe sie dann noch gefriest, dass die Valkyren so ein bisschen länger leben, aber das ist mir nicht ganz gelungen. Macht aber nichts und am Ende, ja, ihr seht es hier da links, na, da wird der Golem hochgeheilt, obwohl es andere Truppen viel, viel nötiger hätten, geheilt zu werden. Da die aber schon zu weit weg sind für die Heiler, kriegen die das jetzt leider nicht mehr mit. Ja, und so heilen die hier den Golem halt hoch. Ist sicherlich schön, nur am falschen Fleck. Ja? Naja, kann man nichts machen, 95%. Ich bin aber auf einem guten Weg, glaube ich, auch mit meinen Truppen und auch mit meinen Taktiken, hier jetzt um ein klein bisschen weiterzukommen. Sieht zumindest gut aus. Der Daywalker hier ist Rathaus 11 auf Rathaus 10. Ja, diesen Angriff hier habe ich Brechstange genannt, also Taktik Brechstange. Wobei der Daywalker zu unserer Überraschung auch gar nicht wusste, dass er mit dem CK dabei ist. Aber er war grün, also da war jetzt nichts irgendwie, dass er einen Held am Updaten hatte oder so. Aber funnelt hier jetzt mit ein paar Hexen und ein paar Bowlern schon mal rechts und links die Flanken und kommt jetzt über die lange Seite mit seinen Killsquad hier rein und ja, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen Brechstange genannt hier, so alle Truppen rein, yeah, egal wie es kommt, die werden das schon irgendwie machen und tatsächlich machen die das, nämlich die Hexen werden es hier reißen, so ein bisschen, die Mitte zumindest, weil dort zwei Single Inferno standen und die, da sieht man das jetzt, tun sich natürlich ziemlich schwer an Hexen, denn die vielen, vielen Skelette, das schaffen die nicht, jedes Mal wieder neu aufzuladen und auch hier der X-Bogen packt das natürlich bei Weitem nicht dort, die ganzen vielen Skellies wegzumachen. Und ja, jetzt ist hier noch richtig viel, viel Mini, so Mini-Tanks sind das dann, ja. Die Skellies, ja, die lenken schön alles an Feuer auf sich. Schöner 3-Sterner hier. Ganz zum Schluss die CKs. Und waren schon ein paar, es sind schöne Angriffe dabei. Gar keine Frage. Das ist der Hockey hier. Den sehen wir eigentlich auch fast in jedem CK mit einem guten 3-Sterner. Das ist zwar eine RH11-Base hier, aber wenn man sich jetzt mal die Farben der Def anguckt, goldene Kanonen und das ist alles RH8, komplett RH8 Niveau mit irgendwo 3 X-Bogen in diese Base reingepackt, ne 4 sogar, 4 X-Bogen, aber auch auf Level 2 und 3 und auf Level 1 und dann kommen hier Teslas hoch, da wollen wir nicht drüber sprechen, über diese RH8 Teslas und ja, ich weiß nicht, was sich die Leute bei solchen Sachen denken. Ich meine, klar, das ist gerusht hier an der Stelle und auch die Angriffe der Elfer hier waren nicht wirklich gut. Also teilweise auch noch keine 240 Truppen, sondern noch 220 und meine Base hat auch gegen RA11 gehalten. Also ich habe 2 Angriffe, glaube ich, auch auf meine Base gehabt, 2 oder 3 Stück. Und die Truppe hier war auch von den Angriffen nicht wirklich gut. Also die oberen haben schon ganz gut angegriffen, der erste, der zweite. Und da haben aber bei uns es einfach versäumt, Dreier zu machen. Und sie waren jetzt zwar mit 4 Angriffen unten sowieso schon mal
leicht im Nachteil. Also es war jetzt nicht so ein super, super Nachteil, aber da fehlen dir einfach 4 Angriffe, selbst wenn es RH9er sind, die RH9er machen konnten. Und das haben die Kollegen hier auf der anderen Seite einfach versäumt. So muss man sagen. Und wir gucken uns den Masti hier an, 11 auf 11. Also ich glaube, wir haben hier oben in dem Bereich 3 oder 4 Elfer gedreiert. Und das ist dann natürlich, das ist schon ein starkes Ding. Und wenn du dann im unteren Bereich, haben wir sowieso relativ zügig alles zugemacht, gar keine Frage. Ich musste mit den RH9-Accounts, die ich habe, auch hochgehen an der Stelle. Hab also 10er gemacht, einfach mal natürlich so zum Üben. Ja, wo stehst du da eigentlich mit deinen Helden und mit deinen Truppen? Hab ja auch einen Stern immer geholt. Also ich war nah an 2 Sternen dran. Aber so Ringbases dann so als RH9 auf den RH10 ist schwierig. Also es geht echt nur mit Queenwalk, geht gar nicht anders, hätte ich fast gesagt. Und der Masse macht das hier natürlich viel, viel besser. Und geht hier eigentlich ja ganz smooth mal eben durch diese Base hier. Jetzt kommen die Valkyren noch für die Mitte. Und schöner Fries angesetzt, der friest beide Infernos mit weg. Und die Valkyren springen jetzt noch ein bisschen weiter. Also richtig krasses Ding hier. RH11 auf RH11 und die Base auch, zumindest von der Def, ziemlich stark gemaxt, aber okay, Mauern werden immer mehr überbewertet scheinbar. Und wer sich dann solche Bases baut hier mit eigentlich relativ guter Def, der muss sich auch nicht unbedingt wundern, dass er hier 3 kassiert. Aber so eine Base hier ist auch, ich glaube, sie ist auch als RH10 gar nicht mal so schwer. Ich denke mal, das ist machbar, hier auch 1 oder 2 Sterne zu holen. Und ja, schönes Ding hier eigentlich. Das war absolut in Ordnung. Hier oben in dem Bereich haben wir natürlich auch nichts anbrennen lassen. Immer schön 2 Sterne. Das hat der Gegner einfach versäumt. Ja, hier sieht man das. Die sind eigentlich noch gut gemacht worden hier. Von Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 1 dann hier auf Oleg nur 1 Stern. Daywalker 1er, Hitman 1er. Und so zieht sich das hier weiter. Hocke hat er mal 2 gekriegt, Jere sogar mal 3. Ja. Und ich bin auch verschont geblieben, aber hier unten auch in dem Bereich RH8. Ja, sieht man ja, selbst die RH8er sind hier noch offen. Die einzigen, die gepackt haben, hier sind Ragnar und André. Aber es haben auch, doch, es haben dann so ziemlich alle angegriffen. Klar, hier unten, die konnten nicht viel reißen. Wir haben alle unsere Angriffe gemacht. Okay, Hater hatte wahrscheinlich keine Zeit mehr für seinen zweiten Angriff. Sieht aber gut aus. Unser Lock sieht auch gut aus. Und da bin ich zuversichtlich, dass das vielleicht so weitergeht. Weiß ich nicht. Wir sind im nächsten CK. Wir gucken auch rein. Oh, sieht gut aus. 12 gegen 11. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie sieht der Gegner als solches aus? 326 Siege. Donnerwetter. Das ist natürlich nicht schlecht. GL All. Was steht da? All Friends, okay. Hat 3 Windstrikes und gibt seinen Warlock frei. Oh, das sieht gut aus. 3. Donnerwetter. Die verlieren nicht oft. Kann man nicht anders sagen. Dann gucken wir uns mal an, wie wir basemäßig bestückt sind hier. Wir haben 5 Elfer an der Stelle und mal gucken, wie viel Elfer wir auf der anderen Seite haben. Auch 5. Oh, super. Super. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Zehner. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Okay. Die hier unten sind alles 9 halber. Ja, 9 halber. Marcel ist dann schon wieder ein richtiger Zehner. Sieht gut aus. Dann haben wir 9er hier. Und wir haben... Oh, Ausnahme. Wir haben 1 Achter. Der macht uns das Matchmaking immer schwer. Und mal schauen hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9er und dann... Oh, hey, wir haben 4 Achter. Oh, 4 Achter auf 1 Achter. Okay. Ja, kleiner Vorteil für uns, zumindest im unteren Bereich, denn die Achter werden hier kaum was bei unseren 9ern holen. Und wir die Achter hier dann recht leicht, denke ich mal, wegmachen. Ja, aber der Rest sieht schon gut aus. Kurzer Vergleich. Ich mache das ja immer von den Bases her. Ich muss nicht Nummer 9 machen, aber ich vergleiche immer mein Gegenüber. Und das sieht, ja, sieht gut aus. Gute Base hier. Starke Def auch schon. Ja, das sieht so aus wie bei mir auch.
Auch die Luftdef ist stark. Ja. Ist nackig, Helden, ja, noch nicht ganz so stark. Truppen, alles dabei. Ja, sieht gut aus. Na gut, die Helden hätten noch ein paar Level vertragen können. Ah, kann man ja trotzdem was mitmachen, so ist es ja nicht. Und der Kollege hier hat auch nicht gerade wenig CK-Sterne. Also auch das ist schon mal sicher, dass die weit über 1000 liegen hier mit einigen. Und können auch mal gerade einen RH9-Vergleich machen. Ich bin, glaube ich, auch wieder mit zwei RH9er dabei. Ja, 15, 16. Schauen wir mal. 15, 16, 15, 16. Nur als direkten Vergleich. Na, komm. Ja, das ist so eine Base wie letztes Mal auch, aber der hat jetzt auch wenigstens etwas stärkere X-Bögen. Ansonsten haben wir noch RH8 der 4 und haben noch recht kleine Helden bei 205 Truppen. Ja, okay, das ist noch nicht so stark und die erwartungsgemäß dann auch nicht. Aber immerhin 3 X-Bogen, Helden am Start, okay. Truppenmäßig, ja, 220 ist in Ordnung und schon was gelevelt. Ach, auch ein bisschen versäumt, so wie ich das bei zu Anfang mit dem RA8 gesagt hatte. Naja, sieht gut aus. Und ich werde aber mal noch ein bisschen fröhlich und frei hier weiterfahren für meinen King. Noch 40.000, was kostet er? 180.000? Jo, schaffe ich. Nur wann, weiß ich halt noch nicht. Ich würde gerne auch den Wochen-NCK dann mitspielen. Muss mal gucken. Also wie gesagt, lasst mir das in den Kommentaren ruhig nieder, ob ich meinen King hier gemmen soll an der Stelle oder ob der nochmal 7 Tage hier Ruhe haben soll von mir. Das könnt ihr entscheiden. Ich sehe gerade, dass mein erster Mortar hier auf Level 9 ja ist. Ich habe 3 Bobs frei. Oh. Da muss ich ein bisschen was tun. Ich habe auch gar nicht so viel Gold im Moment. Okay, ja. Da im Moment nur 2 Bobs dann am Start. X-Bogen und die Kanone. Ja. Da muss ein bisschen was geschehen. Okay, das werde ich machen. Und ihr werdet hoffentlich weiter meine Videos schauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und wir sehen uns die Tage, wenn euer Tote wieder clasht.